Sie sehen heute die Breaking News. Und zwar, Jugendlicher schneidet sich Penis ab. Und Thomas Checker Karaoglan fliegt bei DSDS raus. Ist eine falsche Abstimmung da? Wer weiß. Heute mal zwei Breaking News, und zwar ein Junge schneidet sich Penis ab und der Checker fliegt aus DSDS raus. So, ich lese euch mal den Artikel vor, einfach Jugendlicher schneidet sich Penis ab. Ja. Komm schon, lade. So, auf der indonesischen Insel Java hat sich ein Jugendlicher aus Liebeskummer seinen Penis abgeschnitten. No, warum nicht? Okay. Nach Angaben der örtlichen Behörden hatte der 19-Jährige erfahren, dass seine Freundin einen anderen Mann heiraten wollte. Daraufhin habe der junge Mann seine Genitalien abgeschnitten und in einen Brunnen geworfen. Dabei hatte der 19-Jährige so viel Blut verloren, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Was soll der Brunnen mit seinem Penis? Sonst wirft man noch Münzen rein, um Glück zu bekommen. Weiter. Er überlebte zwar den Vorfall, die Ärzte konnten den Penis allerdings nicht wieder annähen. Bisher sei der Jugendliche noch immer zu geschockt und beschämt, um mit jemandem über den Vorfall sprechen zu können. So die Ärzte. Ja, was erwarten die? Dass der jetzt wieder topfit ist? Ja, die ganze Welt ist super. Er hat gerade seinen Penis verloren. Okay, gut, dann, also Thomas Checker Karaoglan ist aus DSDS rausgeflogen. Und jetzt gehen die Gerüchte um, dass es einen Abstimmungsfehler gegeben hat, dass, keine Ahnung, eine Panne heißt. Schreibt mal eure Statements da unten in die Kommentarbox rein. Und schreibt, was ihr dazu meint, ja? Und man sieht sich wieder.